die jetzt relativ schnell wachsen, haben wir eine Auflösung von 2 bis 4 Monaten. Ja, und bei einer Fisch, bei einem Fischalter, wenn es auf den Markt kommt, bei der Forelle von ca. 3 bis 4 Jahre, ist das total ausreichend, um das Gesetz abzudecken. Das Gesetz besagt, es muss das Herkunftsland draufstehen, wo der Fisch 50% seines Lebens verbracht hat oder 50% seines Gewichtes zugelegt hat. Und diese 50%, das können wir auf jeden Fall und sogar wesentlich genauer, und wir können eben diese 2 bis 4 Monate Aufenthaltszeit, die können wir auslassen. Könnte man jetzt rein theoretisch auch feststellen, sorry, dass wenn es jetzt ein weiblicher Fisch wäre, wann er leicht. Also wäre das auch auf den Steinen zu verzeichnen irgendwie? Man müsste, das wäre jetzt eine gute Frage, ob man das sieht auf den Steinen. Weil das wäre ja bestimmt interessant, zum Beispiel für so Störzüchter wie. Ja, ich meine, wo man es schon sieht, was man schon sieht, ist, dass die Fische, wenn sie zu leicht beginnen, deswegen nimmt man nämlich die Weibchen bei der Fischzucht lieber als die Männchen, weil die Weibchen ein Jahr später.